Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wizards Lizard. Ja, das Spiel ist also doch nicht so leicht, wie wir das letzte Mal erfahren haben. Wir brauchen eine Menge Glück und ich muss ein bisschen besser werden mit den Controls noch und so. Es ist natürlich auf Gamepad ausgelegt, aber ja, das Spiel ist mit WASD und Maustaste. Da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Skills noch antrainieren. Aber ich denke mal, wir wagen uns nochmals einen Versuch. In Defeat Death. Und haben direkt mal ein bisschen Geld. Hoffentlich kommen jetzt weniger Fallen. Oha. Okay, Flatermäuse gehen ja noch. Und jetzt gibt es sehr viele Zombies hier. Zum Glück ist es nicht irgendwie in die Ecke vom Grabstein. Ja, so geht's gut. Und jetzt hier unten noch. Ich hoffe, der verschwindet nicht, der Apfel. Den brauchen wir noch nicht. Mal schauen. Ja, verschwindet nicht. Den könnten wir noch gebrauchen. Mal schauen, was unten ist. So. Eine neue Waffe, also. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Battle Mage Gauntlets. Ja, der Helm. Ich weiß es nicht. Uha. Da haben wir ein bisschen abgezogen. Ja, die Eulen sind eigentlich die stärksten Gegner auf der ersten Ebene. Ich müsste die von weiter weg angreifen können. Ging aber nicht genau. Sonst hätte er mich trotzdem angegriffen. Geld. Sehr schön. So, weiter geht's. Aha. Okay, den haben wir. Das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. So. Noch mehr Geld. Noch die Fackeln, also die Fackelständer zerstören. Geht mir essen. Ja, das Essen ist noch ein bisschen rar. Hier geht's nochmals weiter nach oben. So, den haben wir. Ohne große Verluste. Getötet. Hier ist das Ende. Haben wir noch etwas Essen? Oder muss uns das den Apfel genügen, den wir dort oben rechts bekommen haben?
bekommen wir kein Essen mehr, aber wir wollen sowieso noch kurz einkaufen gehen. Es ist wichtig, dass wir das regenerieren können. So. Gehen wir unten rechts einkaufen, holen das Essen. Und, oh. Ich wollte nach rechts. Noch 50 Gold. Also, was ist das in der Mitte? Das ist Leben. Was ist denn das in der Mitte? Das können wir nicht mehr kaufen. Hm. Tod im Leben. Aha. Das hatten wir schon mal. So, wie viel gibst du? Ja, dachte ich mir. 5. Hier haben wir ja alles. Ja. Also, dann gehen wir zur Ebene 2. Hier haben wir alles in dieser Ebene. Ja, den Helm hole ich mir auch gleich. Ich dachte, ich müsste noch ein bisschen sparen, aber ich denke... Ich weiß nicht mal, ob in der nächsten Ebene ein Shop ist und was der für Items hat. Darum habe ich jetzt einfach mal hier alles gekauft. Und Ebene 2. 10 Schaden bekommen. Ja, wir haben ja auch recht viel Geld. Oh, eine Krone, die gibt 1000. Sehr schön. Also mal nach unten. Aha. Ich weiß eben noch nicht, wie man die aufbekommt. Und hier ist ein Händler mit goldenem Brot. Das in der Mitte würde mich mal interessieren. Oh, eine neue Waffe. Dual Daggers. Oh, nein. Scheiße, ich bin blöd. Ich hab das schon wieder vergessen. Jetzt verlieren wir wieder. Den kann man, glaube ich, nicht besiegen. Oh, ich bin blöd. Ah, wieso habe ich das vergessen? Was hat er gesagt? Okay, neue Ebene. Ah, ich habe das schon wieder vergessen. Dass man ihn nicht angreifen darf. Sorry, ich habe schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Okay, nochmals. Easy. Also, nicht angreifen den Händler. Oh, man, oh. Das kommt mir nicht so bekannt. Also, wie soll man sagen, vergisst man halt zu schnell wieder. In der ersten Ebene schon ein Zombie. So, jetzt machen wir alles besser. Bei diesem Dolch muss man einfach aufpassen. Auch wenn man nicht gut zielt, es trifft trotzdem den Händler. Das ist natürlich scheiße. Oh, da ist schon wieder. So, jetzt haben wir Space. Jetzt verlieren wir gar kein Leben und dürfen ja nicht Waffen benutzen beim Händler. Der ist ja so böse, wenn wir uns angreifen. Weil wir ihn angreifen. Oh Gottchen. Geht mal weg, ihr Zombies. Die sind so schwach. Die müssen stärker werden. Also wenn wir den
Ding angreifen, können wir eigentlich sofort uns töten lassen. Das war ja ein Aussehen, der muss nicht so wütend werden. Gott. Zombies gegen gar nichts, also wollt. Ab und zu ein bisschen Nahrung, aber okay. Es gibt vielleicht schon ein bisschen mehr. Was ist das überhaupt? Eine gelbe Tomate. Müssen wir eigentlich nicht töten, aber ich mach's jetzt mal. So, nach unten. Was sind die Stacheln? Okay, links ausweichen oder rechts, je nachdem. Und die kann man dann auch ohne viel Damage eigentlich kriegen. Ohne dass sie uns natürlich schaden. Was kommt jetzt? Oh. Ganz knapp. Also das Spiel ist um einiges schwerer als The Binding of Isaac, aber ungefähr genau, natürlich schönere Grafik und ja, besseres Spielelement sozusagen, aber weniger natürlich unterschiedliche Items. Da müssen sie noch ein bisschen entwickeln, ich hoffe sie entwickeln noch, weil es steht nichts von Patchlogs und so weiter. So, wir gehen jetzt nochmals nach oben links. Nach oben rechts, meine ich. Hier ist noch unser Schwert. Was ist hier rechts? Wahrscheinlich der Händler. Ja. Oh, ein Boomerang. Wir nehmen die zwei. Was ist besser an diesem Schwert? Ah, da oben geht's auch noch weiter. Das Problem ist, der muss zuerst wieder zurückkommen. Was ist besser? Wie stark ist der überhaupt? Probieren wir ihn mal aus. Okay, der ist besser. Ist viel stärker. Und der geht durch, Gegner. Oh, konnte nichts machen. Manchmal kann ich gar nicht angreifen, obwohl die Reckzeit schon vorbei ist. Ihr seht die Reckzeit. Cast Delay. Also mal schauen, ob das gut geht. Ich bräuchte einen Doppelschuss, also einen Schuss mehr, damit ich zwei Boomerange schieße. Aber die gibt es wahrscheinlich sehr selten. Noch. Okay, mit gleich viel Leben gehen wir also wieder in
die zweite Ebene und jetzt nicht den blöden Händler angreifen. So. Oh, geht das gut. Was ist hier? Eine Falle. Hier ist auch eine Falle. Ja, toll. Er bleibt einfach stehen. Ach, Männer. Schon wieder? Er bleibt einfach stehen. Wieso ist das so? Ist das ein Bug? Bleibt einfach stehen, obwohl ich klicke. Oh Gottchen. Nehme ich das Brot. Plus 10, wow. Und jetzt flackert alles. Okay, das war ein schwerer Raum. Geht's noch, ey. Wahnsinn. Sollte man das schaffen? Der Boomerang hackt einfach in der Wand. Also ein bisschen buggy ist das Spiel schon noch. Ja, er bleibt meistens hängen, obwohl ich die Taste gedrückt hatte. Ist das ein Bug wegen dem Boomerang? Scheinbar schon. Macht diese Dinge das? Nö. Dieser Geist macht gar nichts. Gebt mir Essen. Ich brauche Essen. Gebt mir Essen. Kommt schon. Ja, sicher. Ganz genau. Macht der Boomerang wieder gar nichts. Und ich will ihn. Ich kann nicht laufen, solange sich der Boomerang sich so dumm bewegt. Ich kann nichts machen. Das liegt an der Waffe, dass ich manchmal nichts machen kann. Ich kann. Das sind genau 2 Sekunden. Wieso kann ich manchmal so lange nichts machen? Hä? Sag mir mal bitte das eine. Ich habe den Boomerang schon lange wieder eingezogen, oder? Und ich kann trotzdem nichts machen, kann auch nicht laufen. Das ist buggy. Und das ist mindestens doppelt so lange. Wenn nicht dreifach mal so lang gewesen. Ach komm, ey. Gebt mir so einen Schrein, um wieder ein Lizard zu werden, der nicht tot ist. Ja, ein Soul Orb brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Was ist denn so ein Bug? Wie geht's noch? Boomerang nehme ich nicht mehr. Ah, Gott, nur Frust. Das Spiel ist noch zu neu, wurde unfertig wahrscheinlich auf den Markt genommen, auf den Markt gesetzt. Ja, nicht mal etwas habe ich bekommen. Wie unfair ist das Spiel eigentlich, Mann? Viel Schaden macht's ja. Aber nicht gut gegen zum Überleben ist der Boomerang nicht gut. So.
Hier links ist was. Ein Sprengstoff. Ja, genau. Komm, du Zombie. Jetzt geht plötzlich der Bumerang besser, wahrscheinlich wegen einer Wand oder so. Ja, zum Beispiel hier. Aber es war ja anders. Ich konnte einfach, also ich war nicht an der Wand und konnte trotzdem nicht schießen. Und das tut mir Fragezeichen aufsetzen. Ja toll, jetzt habe ich kein Geld für einen Plan. Das auch noch. Aber immerhin habe ich jetzt Leben. Jetzt muss ich hoffen, dass noch ein bisschen, dass ich noch ein bisschen an Geld komme. Sieht nicht so gut aus. Oben ist noch ein Raum. Gut. Also der schwerste Gegner ist momentan die Steuerung, die ist wirklich sehr, sehr empfindlich und ja, manchmal merkt sie gar nicht, dass ich etwas drücke. Ja. Gebt mir doch Geld. Und eben die Räume sind manchmal sehr unfair. Wenn ich die richtige Waffe hat, hat man eigentlich schon verloren. Das ist noch ein Kritikpunkt. Das schaffen wir. Das Geld bekommen wir noch zusammen. Einfach alles töten. Wenn es ein bisschen langweilig ist. Ich brauche das Geld jetzt. Ein Buch. Monster Manual. Ah, zeigt an, wie viel Leben sie noch haben. Das ist nett. Und was ist hier? Ah, gut. Dankeschön. Regeneriere mich wieder. Aber das heißt auch, wir haben wahrscheinlich zu wenig Gold dann. Um das Manuell, das Ding zu holen, das Buch. Ja. Ich hoffe, wir bekommen irgendwie noch Gold zusammen. Aber wie? Ich sehe gerade nichts. Ach, komm schon. Ja. Wir haben gar keinen Raum mehr. Gib mir doch irgendwas. Was ist das überhaupt? Kann man das nicht einsehen? Kann man irgendwie auch verkaufen? Kann man bei den Munden verkaufen? Ja, okay, dann kaufen wir das halt nicht. Ja, toll. Haben wir hier etwas? Nö. Also, da gehen wir in die nächste Ebene. Wir haben genug Ding. Muss ich das mal ein anderes Mal finden. Nochmals und dann kaufen. Also bitte sparen jetzt, Drago. Nicht vergessen. Sobald wir eigentlich alle Items wissen, was die machen, müssen wir eigentlich nicht mehr so Bullshit kaufen, dann haben wir ja genug Geld für die Pläne. Diesmal hatten wir zu wenig Geld.
weil wir eben Brot brauchten. Boots. Lead Boots. Also Bleischuhe. So haben wir so wenig. Das dachte ich schon, ich verliere. Treff. Jetzt. Es ist hier unten noch nichts. Der Boss ist hier. Den haben wir schon mal getroffen, aber verloren. Ich kenne ihn gar nicht mehr. Da hat irgendwie herumgehüpft oder so etwas geschossen noch. Und dann noch so viele Dinge gehabt irgendwie. Okay, das war jetzt leicht. Dank unserer Waffe, die er durchschlagen kann, haben wir den die Feuerding getroffen. TNT-Fass. Ja, toll. Die Falle sah ich gar nicht. Ich kann wieder nicht schießen. Na toll. Muss hier eine Falle sein. Muss hier eine Falle sein. Da, zuerst die Gegner anschauen. Dann nach vorne wagen. Durch ist er schwächer. So langsam kenne ich mich mit dem Boomerang ein bisschen aus, so wie er funktionieren. Ja, halbwegs funktionieren. Tut. Jetzt können wir wieder einige Zeit lang nichts machen. Was ist denn das? Es würde das Spiel laggen, aber es tut's nicht. Ich habe 71 FPS zwischen 64 und 71. Ja, jetzt ein bisschen mehr. Aber es würde irgendwie das Spiel nicht checken, dass ich angreifen will. Also so etwas. Angst einjagen, bitte. So, fertig. Was kommt hier? Nicht gut, ich kann wieder nicht angreifen. Okay, irgendwas mit der Wand, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich ist die Animation einfach nicht da. Aber ich greife an. Okay, von den Wänden fernhalten. Ja, toll.
Der Zombie kam viel zu schnell raus. Ach Männer, so Kleinigkeiten bringen mich noch um den Sieg. Und kann ich den angreifen? Sorry. $500 habe ich. Okay, da können wir jetzt dieses Mal nicht angreifen. Ich habe alles besiegt. Und wir haben nur noch 2 Leben. Ich brauche Leben unbedingt. Also nach oben und nach unten rechts. Ah, gut. Was kaufen wir hier? Dieses Teil, das ist doch der Fanghaken. Das Lexikon brauchen wir nicht. Ein Ring of Multistrike. Yes, sehr schön. Auf das habe ich gewartet. Ja, wollen wir das holen? Wir gehen jetzt erstmal alle Items, alle Räume ab. Sehr schön. Jetzt geht es ab. Das mag ich. So wird es zu einem richtigen Actionspiel, wenn wir so weit solche Sachen finden. Aber ich brauche Leben. Gib mir doch Leben. Hallo? Ah, gut. Puh. Oh. Ja, toll. Oh, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Jetzt brauche ich wieder einen Heilroom. Unfaire Gegner. Wenn die Gegner aus einem Fass kommen, was das war, das ist fast unmöglich für einen, der nicht reagiert. Also, ja. So schnell kann man nicht reagieren, weil man weiß ja nicht, unter welchem Fass ein Gegner ist. Man greift doch nicht 1000 Mal an, nachdem man das Fass zerstört hat. Oh je. Bessere Items. Ah, Totemreichweite ist das. Hab ich diesen? Diese Stiefel? Ich habe andere Stiefel. So, hier nach oben. Noch ein Zellenorb, die müssen wir dann im Bosskampf einsetzen.
Haben wir alles? Ja. Okay, dann. Wir haben leider keinen Heal-Schrein gefunden. Ja, Nein! Komm schon, hau ab! Dieser Trip... Ja, keine Chance. Wir sind zu wenig schnell und die Spinnnetze sind halt im Weg. Oh Gottchen. Aber dafür haben wir jetzt ein neues Townvolk. $1500. Was können wir jetzt kaufen? Die Axt. Die Axt kaufen wir doch. So, also das nächste Mal gehen wir mit der Axt rein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.